Level X Crew, herzlich willkommen zu einem neuen Player Review. EA hat das nächste Showdown rausgehauen, das heißt Kera gegen Tolisso, Bayern gegen PSG. Wir sind mit Kera gegangen, weil wir denken, die haben einen kleinen Vorteil. Bayern im Moment ein bisschen mit Verletzungen geplagt, deswegen schätzen wir das so ein, dass PSG den längeren Hebel haben wird. Ja, ist aber nah an 50-50, muss man einfach sagen. Das ist so. Man muss vielleicht noch was zum Preis sagen. 195.000, ne, für eine 86er Karte im April, finde ich etwas teuer, ne, also anstatt die 85er SBC hätten die ruhig eine 84er machen können, meiner Meinung nach. Aber prinzipiell sieht Kera eigentlich ganz interessant aus, hat super gute Links. Ne? Französische Liga, gibt es viele coole Karten und deutsche Nation sowieso. Ich muss sagen, die normale Karte spiele ich, wenn ich irgendwelche Spieler spiele, schon immer ganz gerne in den Manager-Aufgaben. Also eigentlich eine coole Karte. Ich bin auch froh, dass er mal eine Karte bekommen hat mit einem schönen Push und hoffe natürlich, dass sie noch einen größeren Push kriegt. Ja, plus zwei wäre nicht schlecht. Also der Spieler erstmal 1,86 groß, also schon ein großer Typ da hinten. Ne? Mittelhoch Arbeitsrate natürlich super für einen Defensiv. Drei Sterne Skills auf der Position absolut beliebig, aber fünf Sterne schwacher Fuß, das finde ich ist wichtig. Bei den Attributen waren wir etwas zwiegespalten. Wir sind hier mit dem Shadow gegangen, aber ein Anker wäre durchaus auch sinnvoll gewesen. Dazu kommen wir gleich. Aber wir haben den Shadow genommen, Tempo massiv boosten, so kommt er auf Antritt und Sprintgeschwindigkeit 94. Die Passwerte sehen für mich nicht überragend aus, aber sollte passen. Kurzer Pass, eine 87. Absolut in Ordnung, ne? Absolut in Ordnung. Der lange Pass mit einer 76, aber ich glaube, das passt auf dieser Position einfach. Die Dribbling-Werte, die hätte man sich auch so ein kleines bisschen mehr gewünscht zum aktuellen Zeitpunkt, aber die sind prinzipiell gut. Und gut sind natürlich auch die Verteidigungswerte. Also da kann man gar nicht groß meckern aus meiner Sicht. Na, hier mit dem Boost noch vom Shadow sowieso. Die Physis-Werte, okay, Stärke eine 80 hätte man sich vielleicht mehr gewünscht. Genau, da meine ich, der Anker wäre auch angebracht gewesen, da weiß man nicht. Aber ich denke, ich will die Defensiv-Werte richtig heftig Checken wir aus, werden wir auf jeden Fall am Ende sagen, wie es uns gefällt. Bei den Spezialeigenschaften bringt er nur Grätschen mit, CPU relevant. Also 195.000 ist der Preis. Ob er sich dafür lohnt, prüfen wir. Ja. Okay, aber mit einem dicken Foul. Erste gelbe Karte. Kera muss das erste Mal Sprint rein gegen Lukas. Diesmal klappt die Grätsche, super. Also ich muss sagen, ich finde ihn erstmal, die ersten Meter mit ihm, gar nicht so schlecht. Der Körpertyp von ihm gefällt mir als Innenverteidiger super. Ja, da ist auch die erste Bude. Also wir spielen gerade gegen ein richtiges Granatenteam, also Kera muss sich richtig beweisen in der Weekend League. Boah, Alter, doch, sein Tempo kommt schon richtig gut rüber. Also mehr als gut, der hat jetzt einen richtigen Satz gemacht. Und mit der Antritt ist krass. Und? Ah, kein Problem. Ah, scheiße, das nächste Foul, Mann. Also es ist wirklich gefährdet, hier gleich vom Platz zu fliegen. Also ich weiß nicht, also bisher seine Zweikämpfe gewinnt er alle für sich. Ich finde ihn insgesamt solide. Vom Stellungsspiel steht er gut und das Tempo ist Granaten. Also die Goldkarte hat ja eigentlich auch immer gut funktioniert, ne? Ja. Wie gesagt, und hier bekommt er richtig schön den Push dazu. Und Kopfbälle, ne? Das ist eine Spezialität bei ihm. Gute Sprungkraft und gute Präzision. Ja, Mann, die nächste Bude ist da. Etwas cringe, aber gut ist der Reingang. Schweres Spiel. Also, Kera bisher macht er einen guten Eindruck. Also, mir gefällt das ganze Bild von ihm, ne? Von der Struktur, seine Bewegung fühlt sich gut an und bisher auch noch keine Unsicherheit gehabt. Ich muss sagen, fühlt sich etwas besser als eine 86er Karte an. Ja. Und schön. Alter, das war wichtig. Genau, am Mann geklebt und Ball geholt. Sowas lässt den Gegner auch verzweifeln. Ne? Und da hat Kera ihn auch zur Verzweiflung gebracht. Ein Rage-Split ist da, Weekend League sehr wichtig. 7,0. Wahrscheinlich wegen den zwei Fouls, ne? Ja, aber hat sich viel besser angefühlt. Also, erster Eindruck sehr gut. Also, hätte ich wirklich nicht so gut gedacht. Deswegen ab ins nächste Spiel. Ah, darf er ran? Oh. Ah, der Wert ist nicht schlecht. Also, wie gesagt, Kopfbälle könnten vielleicht klappen. Alter, da hat der Messi den geholt, Mann. Wie ein Büffel. Also wie gesagt, Weekend League, dann nehmen wir jedes Tor mit. Also auf geht's. Oh, Kera, gut verstanden. Ja, hier auch wieder eine schwere Mannschaft erwischt. CR7 und Pelé, ne? Also er muss Gas geben. Ja, starkes Ding, Bruder. Jetzt keine Szene von Kera, weil wir hier die Buben machen. Aber hey, müssen wir mitnehmen. Hier von Varane in der Kombi schön abgenommen. Und die Passwerte zum Eröffnen, muss ich dir sagen, die geben mir viel mehr Sicherheit als zum Beispiel bei einem Varane. Ha. Ey, ich sag's dir, ne? wir linken ja gerade den Kera mit dem Günther, ne? Die sind aus der Bundesliga Rechtsverteidiger. Er macht gar keinen schlechten Job. So,
Lob-Duell gegen Pelé. Gutes Positioning. Ja, es wird nochmal heiß. Na komm. Die ganze Sicher mitgenommen. Ja, aber gestresst hat er. Da steht so, er doch. Okay, perfekt im Passweg gestanden. Also ich muss sagen, ich finde den, wie gesagt, der macht gerade wirklich einen geilen Eindruck. Gegen Pelé, Mann. Sauber. Alter, ja, Mann, wie gesagt, ne, der macht hier einen geilen Job gerade. Zweiter Sieg in der Weekend League. Ich finde mit Kera, also ich habe nicht gedacht, dass er so gut ist, aber für mich passt das komplett. Die Stärke bis jetzt fehlt mir erstmal gar nicht, muss auch, ich sagen. Auch diese Movement von dem, ne, finde ich auch im Gegensatz zum Varane, den wir hier in der Kombi mitspielen, eigentlich besser, muss ich ehrlich so sagen. Aber das reicht natürlich nicht, ab ins dritte Spiel. Kera. Ja, Baby Kera, sehr gut. Also, schön zum Einstand einmal da gewesen. Komm, also Kopfballduelle noch keins verloren. Also das ist wirklich eine Macht bei ihm. Komm, komm. Gegen ja, Del Piero? Schön schnell, Alter, schön sauber. Knapp, Alter. Kehrer gegen Del Piero. Oh, schön langes Bein. Schön Auto blocken kann er auch. Alter. Marco. Der geht wirklich. Schlingel. Also Reus muss ich sagen, im Sturm hat er eigentlich uns gut gefallen, ne? Aber auf dem Außen, das ist eine 10 von 10. Kehrer, kein Problemo. Also wie gesagt, also man kann ihn auf jeden Fall bringen, das kann man jetzt schon mal sagen. Alter. Oh, gut gemacht, dass er so schnell war. Das ist an ihm richtig gut, also der fühlt sich wirklich flink an. Ja, Tempo kommt sehr gut drüber, muss ich auch sagen. Also wenn der noch den Push bekommt, das wird wirklich gut. Günther, Alter, der wird jetzt auch langsam frisch. Das kann man auf jeden Fall auch bringen, ne? Ja, der macht das solide. Von Börse-Karte hat er auch eine richtig nice abbekommen. Markera, Kopfball, kein Problem, jo. Ja, also das ist eine absolute Stärke, ne? Als Abschluss haben wir leider eine Niederlage kassiert. Kera hat aber trotzdem einen sehr guten Job gemacht. Ich war eigentlich wirklich sehr zufrieden. Aber ob sich die SBC wirklich lohnt, lasst uns ein Fazit zusammenfassen. Ich muss sagen, diese Karte von Kera ist auf jeden Fall eine Überraschung. Ich habe mir schon gedacht, dass er ziemlich gut ist. Aber die ist wirklich sehr, sehr gut. Das Tempo hat mir am allerbesten gefallen, wie schnell er nach hinten kam. Ne? War super solide. Aber ich muss sagen, insgesamt diese ganze SBC ist schon fraglich, ob man die mitmachen muss. Ne? Du hast das schon ein paar Mal erwähnt. Ja. Ein Varane kostet 40.000, 50.000. Ne? Hier lässt du fast 200 für hängen. Also man muss sagen, er spielt einfach auf dem Niveau von Varane. Varane ist vielleicht ein bisschen zweikampfstärker, dafür ist er ein bisschen beweglicher, hat noch vielleicht diesen Stückchen mehr Tempo. Deswegen hätte ich gesagt, die passen, sind sehr gut vergleichbar. Und da muss man wirklich sagen, die SBC kostet 190.000. Ah, ist ein happiger Preis und ob er wirklich dieses Upgrade bekommt, ist eigentlich auch viel zu fragwürdig, dass ich sagen würde, ey, hundertprozentig, Leute, macht den. Genau, wer Bock auf den hat, macht den auf jeden Fall, weil man kann Varane nicht zweimal draufstellen. Das ist nun mal einfach so. Eine Sache, was ich noch erwähnen wollte, die Stärke von 80 kam uns jetzt nicht negativ rüber. Ne? Der hat einen guten Zweikampfwert und damit hat er die Dinger auch eigentlich alle geholt. Genau, also insgesamt muss ich einfach sagen, es ist ein sehr guter Innenverteidiger. Nur ich muss einfach sagen, als SBC im April hätte ich jetzt vielleicht schon als Standardwert eine 88 erwartet. Ja. Muss ich einfach so sagen. Deswegen hätte ich gesagt, die SBC, ich hätte sie nicht zwingend gemacht. Nur falls man wirklich Notwendigkeit hat mit der Linkbarkeit, ne? Weil die ist natürlich 1A, ein solider Spieler, aber die SBC um ehrlich zu sein, fragwürdig. Ne? Genau. Ja Leute, falls ihr überlegt, die SBC zu machen und das Video hilfreich fandet oder ihr fandet das Video einfach super, gerne einen Daumen hoch da lassen. Falls ihr neu auf den Kanal gestoßen seid, gerne abonnieren. Wäre ein Riesensupport. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Peace.